Hey, ho Kartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Videos hatte für euch am Start. Erstmal wieder Dienstag und damit beginnt eine weitere Eventwoche in Red Dead Online. Wir haben letzte Woche ein paar coole Boni von den Sammlern bekommen, aber dass wir richtige Inhalte bekommen haben, ist schon etwas länger her und wird sich auch noch auf den 4. Oktober verlängern, denn dann erst kommt der nächste Pass und die Chance, dass wir auch inhaltlich was Neues sehen werden. Bis dahin gibt es mal mehr, mal weniger gute Eventwochen, die ihr ausnutzen könnt, um entweder mehr Geld zu sparen oder mehr zu scheffeln. Diese Woche liegt irgendwo dazwischen. Wir gehen wie immer gemeinsam den Newsartikel durch, der ist für euch auf Deutsch übersetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt diese Woche doppelt der Reddit Online Dollar und XP verdienen, wenn ihr die Glut des Ostens stehlt. Und außerdem gibt es noch ein Boni auf Blutgeldverträge, Verbrechen und mehr. Die Glut des Ostens, dieser makellose Rubin, ist irgendwo in den Hügeln von Ennsburg verstaut. Das ist ja eine dieser Gelegenheiten dieser Heist-Ersatzmission für Red Dead Online, für die wir viel Capitale aufbrauchen müssen, das wir entweder für Gold kaufen oder recht schwer erfarmen können. Aber keine Sorge, es gibt auch immer ziemlich leichte Wege, die zu bekommen, entweder durch den Pass oder durch so Aktionen wie auch diese Woche wieder. Und es gibt eben in dieser Woche dann auch doppelte Red Dead Online Dollar und XP, wenn ihr genau diese Mission abschließt. Leider kein Gold, nur Dollar und XP. Das ist jetzt hier nicht unbedingt Grund genug, die nochmal zu spielen, wenn ihr es nicht eh schon vorhattet. Aber wie gesagt, dadurch, dass es jetzt dieses Capitale Day umsonst wieder gibt, vielleicht mal ein Grund, da reinzugucken, am besten mit Freunden. Die Blutgeldvertragsboni und Prämien gibt es ebenfalls. Das heißt, wenn ihr den Bluewater-Vertrag oder den Cornwall-Vertrag angeht, bekommt ihr ebenfalls doppelte Red Dead Online Dollar und XP. Das sind immerhin ganz normale Blutgeldverträge und Missionen, die könnt ihr jederzeit spielen und abschließen. Da braucht ihr nicht extra irgendwas zu sammeln. Und wenn ihr das macht, bekommt ihr 2000 Charakter-XP und eine kostenlose Weste diese Woche. Und es gibt außerdem noch ein paar zusätzliche, dieser Capitale, ich weiß, ich sag's so oft, in der Truhen und in den Taschen der Gefallenen. Und gerade das steht ja ziemlich oft im Newsware, aber mir persönlich ist das noch nie aufgefallen, dass es wirklich mehr davon zu looten gibt, aber wird schon stimmen, wenn ihr das extra reinschreiben. Es gibt außerdem noch, je nachdem welchen Rang ihr gerade habt, einfach so ein paar geschenkt. Es gibt unter Rang 5, das heißt für Spieler, die tatsächlich Rang 5 noch nicht erreicht haben, 10 Capitale. Für Spieler zwischen Rang 6 und 50 gibt es 15 davon und ab Rang 51 bekommt ihr 20 Capitale. Keine Ahnung, warum hier nochmal extra aufgeteilt wird. Ich meine, Spieler unter Rang 5, das ist ja gerade mal das Tutorial, das ist ja nach einer halben Stunde schon durch, aber gut. In der Zwischenzeit erhält jeder, der diese Woche eine der Hausräumungsmissionen abschließt, zusätzlich da oben drauf nochmal, ich muss es nochmal sagen, 5 Capitale. Und dann kann es 72 Stunden dauern, bis ihr das bekommt. Aber ja, ihr seht schon, alleine fürs Einloggen eine Mission spielen 25 Dinger davon. Und dann könnt ihr auch schon die Mission auf der höchsten Schwierigkeitsstufe abschließen. Am besten nehmt ihr noch ein paar Kumpels mit, damit ihr das Ganze ausnutzen könnt. Dann bekommt nämlich jeder das Gold dementsprechend. Also schließt euch gerne zusammen auf dem Discord-Kanal. Link unten in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es diese Woche noch ein paar extra XP, wenn ihr im Trupp spielt. Das heißt, das lohnt sich zusätzlich. Und zwar gibt es da nochmal 20% obendrauf für Gruppenaktivitäten wie Blutgeldmissionen, Freeroam-Missionen, Freeroam-Events und Kopfgeldjagden. Obendrauf wird diese Woche komplett auf die Schnellreisegebühren verzichtet. Also ganz cool, falls ihr nochmal ein paar extra Missionen abschließen wollt und viel in der Gegend herumreist. Wobei ich der Meinung bin, das müsste eigentlich eh immer komplett umsonst sein. Weil man kann ja auch einfach in der Online-Lobby, das Gebiet wechseln, komplett umsonst. Das ist halt mit einer Ladezeit verknüpft, aber das ist ja durchaus möglich, von dem her bietet einfach das Schnellreisen immer umsonst an. Der Quick Draw Club Nummer 3 kommt bald zum Ende. Das geht nur noch bis zum 4. Oktober, wie gesagt, und deswegen solltet ihr euch unter anderem das Backshot-Messer sichern, denn das gibt es, wie gesagt, nur noch bis zum 4. Oktober und danach kommt dann Pass Nummer 4 und darauf dann wiederum Halloween Pass Nummer 2. Das heißt, wenn ihr euch alle Quick Draw Clubs bis dahin gekauft habt, bekommt ihr den Halloween Pass auch noch gratis. Und da sind ziemlich coole Items drin, wie ich finde. Es gibt diese Woche, wie sollte es auch anders sein, ein paar Rabatte noch dazu. Es gibt 40% Rabatt auf alle Offhand-Holster, also Zweitholster. Für diejenigen, die Duelle führen möchten, 30% Rabatt auf alle Mäntel, Revolver und auch noch Broschüren. Das heißt, wenn euch irgendwelche Broschüren aus alten Pässen fehlen, dann könnt ihr die jetzt einfach beim Hehler kaufen und bekommt 30% Rabatt darauf, wie zum Beispiel auf Munitionstaschenvergrößerungen
oder ähnliches. Und die lohnen sich auf jeden Fall. Ich bin froh, dass Rockstar die wieder reingebracht hat. Die sind zwar etwas kostspielig, aber kosten nur Dollar. Im Gegensatz zum Beispiel zu Arthurs Outfit, was mit 52 Gold bestückt ist, was ja viel zu viel ist. Aber anderes Thema. Ansonsten gibt es wie immer die Prime Gaming Vorteile. Wenn ihr bis zum 28. September euren Social Club mit Prime Gaming verknüpft, bekommt ihr eine Broschüre für Vitalismusstudien, eine 50% Gutschein für etablierte und angesehene Naturkundler-Gegenstände. Ich glaube ansonsten gar nichts. Das ist also relativ mager. Aber ja, das war's schon wieder mit dieser Woche. Ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr XP, nichts allzu Aufregendes. Da müssen wir mal wieder bis Oktober Geduld haben, bis wir überhaupt irgendwas weiteres erwarten können. Soweit ich weiß, kommt zum Halloween-Pass auf jeden Fall noch ein anderer Halloween-Modus dazu, sowie auch eine Halloween-Map für Call to Arms. Wird also recht spannend, was das angeht. Der Modus braucht viele Maps und das ist eigentlich keine allzu große Arbeit. Deswegen hätte ich gedacht, dass auf jeden Fall noch weitere kommen werden, aber bisher sieht es nicht unbedingt danach aus. Deswegen erwarte ich nicht mal unbedingt zu Quick Draw Club Nummer 4 schon was, sondern erst eigentlich Ende Oktober. Recht düstere Aussichten, ansonsten ist auch gerade nicht allzu viel auf dem Gaming-Markt los, aber ab Oktober wird sich das auch bessern, da sind eigentlich ganz coole Spiele in Aussicht, ich werde auch ein paar davon behandeln, aber das war's jetzt erstmal zu Red Dead, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, ich verabschiede mich an dieser Stelle, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Cut und ciao. Boom, ba-ba-dum, boom, ba-ba-dum-bum. United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.